Herr Weitschuster. Eine Frage an Herrn Kautz. Die Weltgesundheitsorganisation hat vorgestern in einer Stellungnahme gesagt, Kinder sollten vorerst nicht geimpft werden gegen Corona. Dann kam noch mal ein Update, da ist es etwas abgemildert, aber die Kernaussage bleibt gleich. Wie reagiert die Bundesregierung darauf und will sie sich daran ausrichten? Danke. Soweit ich das weiß, hat die WHO gesagt, it is less urgent to vaccinate them. Also insofern erübrigt sich Ihre Frage, weil das nämlich genau dem entspricht, wie die Bundesregierung agiert. Sie hat gesagt, dass es noch nicht genügend Belege gibt in der It is less urgent to vaccinate them than others. Das steht da. Children and adolescents tend to have milder disease compared to adults. So unless they are a part of a group at higher risk of severe COVID, it is less urgent to vaccinate them than older people, so those with chronic health conditions and health workers. Also das ist was anderes als empfiehlt nicht. Entschuldigung, Herr Zeit. Entschuldigung, ich fand nur das auch einen sehr wichtigen Punkt, wenn man gefragt wird, empfiehlt nicht und in Wirklichkeit sagt die WHO, es ist weniger dringend. Was ist das Update? Wie war es in der ursprünglichen Version? Ich lese Ihnen aus der WHO-Webseite aktuell vor und das scheint mir wichtig, dass man diesen Unterschied macht. Das Statement geht ja nicht weg, aber man muss es schon richtig intonieren. Also wir haben klargestellt, weil ich glaube, irgendwo in unseren Statuten steht, dass die Verkehrssprache hier Deutsch ist. Ja, Entschuldigung, ich habe es jetzt nicht richtig sofort übersetzen können. Ich könnte mich aber bemühen. Kinder und Heranwachsende neigen dazu, mildere Krankheitsverläufe als Erwachsene zu haben. Wenn sie also nicht Teil einer höheren Risikogruppe für schweres Covid-19 sind, ist es weniger dringend, sie zu impfen als alte Leute, als solche mit chronischen Gesundheitszuständen oder als Beschäftigte im Gesundheitswesen. Danke, danke dafür, Herr Reitschuster. Sie hatten Frage, Nachfrage. Als nächstes, na doch, ich habe eine Nachfrage von Ihnen gehört. Ich nehme Sie gerne wieder auf die Liste, wie es bei Frau Ellermann auch gehandhabt hat, die jetzt zunächst die nächste Frage hat. Sie haben gefragt, welche Fassung war das? Also klang für mich, Sie kommen ja wieder dran, Herr Reitschuster. Frau Ellermann. Dann Herr Reitschuster nochmal. Herr Seibert, Sie haben in meinen Augen sehr irreführend die WHO hier zitiert, weil im nächsten Satz nach dem, was Sie gesagt haben, steht, es ist mehr Beweis notwendig für die Einsetzung von Covid-19-Impfungen bei Kindern, um in der Lage zu sein, eine generelle Empfehlung für die Impfung von Kindern zu machen. Also ist genau das, was ich gesagt habe. Und Sie nehmen dann einen anderen Satz, und der in eine andere Richtung geht. Und im übernächsten Satz, wenn wir uns jetzt schon Sätze um die Ohren schmeißen, steht, dass die WHO Strategic Advisory Group of Experts, die ich jetzt leider nicht übersetzen kann, zu dem Schluss gekommen ist, dass das Pfizer-BioNTech-Vakzin suitable, also geeignet for use by people aged 12, für Menschen ab 12 Jahre und drüber ist. Und ich finde es einfach wichtig, dass wir das ganz genau diskutieren, weil es um etwas sehr Wichtiges geht, nämlich die Frage des Impfens, das Zutrauen, das Menschen in das Impfen haben und die Frage und auch die Zweifel, die viele Menschen sicher mit dem Impfen verbinden. Also was haben wir? Wir haben eine WHO, die sagt, es ist nicht so dringend, nach unseren bisherigen Kenntnissen, Jugendliche und Kinder zu impfen, wie es dringend ist, Menschen, Erwachsene zu impfen. Zweitens, wir brauchen noch mehr Evidenz, noch mehr Daten, um eine sozusagen aktive, allgemeine Empfehlung für die Impfung von Kindern aussprechen zu können. Und drittens, unsere Experten sagen, das Vakzin von Pfizer-BioNTech ist geeignet, um für Menschen ab 12 Jahre eingesetzt zu werden. Das ist der Zusammenhang und ich finde, es ist wichtig, dass wir den einigermaßen klar für die Menschen, die uns jetzt zuhören oder denen Sie berichten, auch darlegen. Aber Sie lassen schon wieder einen Satz weg, Herr Seibert, weil in dem nächsten Satz, nach dem, was Sie zitiert haben, heißt es, Kinder zwischen 12 und 5, die in einer hohen Risikogruppe sind, denen kann man dieses Vakzin geben. Also es ist explizit auch hier wieder eine massive Einschränkung. Und ich bin jetzt wirklich verwundert, dass die Bundesregierung, warum verwenden Sie so auszugsweise die Empfehlungen der WHO? Wir können natürlich auch immer den gesamten Text hier irgendwie auf die Rückwand projizieren. Und mir war es nur wichtig, das ist ja auch richtig, das entspricht doch auch der Situation in Deutschland. Auch in Deutschland haben wir von der STIKO keine allgemeine Empfehlung, wenn ich das richtig darstelle, Herr Kautz, sonst korrigieren Sie mich bitte, für die Impfung ab 12.
von 12 bis 18, aber wir haben eine Empfehlung für die Impfung ab 12 Jahren, da wo Kinder bestimmte gesundheitliche Vorbedingungen haben, die das angeraten sein lassen. Es ist genau die Position, mit der wir in Deutschland arbeiten. Und anders als Sie suggeriert haben in Ihrer ersten Frage, ist das kein Widerspruch. Das vielleicht soweit geklärt, aber eine weitere Exegese der Empfehlung würde ich jetzt ja auch ungern weiter betreiben. Zum Thema Corona sehe ich, zum Thema Corona nochmal, nicht zum, dann nochmal, Herr Reitschuster.